Kraut, Kräuter und Gewürze. Dichtung und Würze. Kunst und Wacholder. Kräutertee aus Gottes Garten. Koch mit Kraut. Der Küchenkräuterkönig. Und gleich zu Beginn Mund, das Safrandorf im Wallis. An einem einzigen Ort auf der Alpennordseite wird heute noch Safran angebaut. In Mund im Kanton Wallis. Das Dorf liegt oberhalb von Brieg auf 1200 Metern Höhe. Im Oktober wird geerntet. Daniel Jäzinger ist Zunftmeister der Safranzunft von Mund. Ja, der Safran ist im 14. Jahrhundert in die Schweiz kommt und demzufolge nach Mund. Der Safran kam im 14. Jahrhundert in die Schweiz und auch nach Mund. Wir haben diese Blume gepflegt bis heute und wollen dies auch weiterhin tun. Die Pflanze gedeiht hier, weil das Klima gut ist. Es ist sehr trocken. Zudem ist der Boden mager und das hat der Safran gern. Der Boden ist sehr magerer Boden und das ist das, was der Safran gern hat. Noch am gleichen Tag werden die Fäden gezupft und dann während 48 Stunden getrocknet. Die Produktion des ganzen Dorfes beträgt nur 3 Kilo jährlich. Viel zu wenig, um daraus einen florierenden Handel zu machen. Die Legende sagt, dass Söldner, die in Fremdendiensten ihre Arbeiten gemacht haben. Der Legende nach brachten Söldner in fremden Diensten den Safran nach Mund. Es wird auch gesagt, dass es Pilger waren. Diese waren ja monatelang unterwegs. Und der Safran kam wahrscheinlich eher mit ihnen nach Mund. Aber eines ist klar, der Export von Safran wurde mit dem Tod bestraft. Und wenn jemand erwischt wurde, der Safran auf sich trug, wurde er getötet. Was Safran irgendwo auf Schiche kam, also der hat man getötet. Das Munder Gold ist ein Likör, hergestellt von der Safranerie in Mund. Die Fäden werden zu Pulver zerstoßen, mit Wasser, Fruchtzucker und Alkohol vermischt und destilliert, sodass das ganze Aroma des Safrans in den Likör einfließt und damit all seine guten Eigenschaften. Das Munder Gold ist ein anregendes Getränk. Man kann damit aber auch Desserts verfeinern oder ein Walliser Käsefondue würzen. Erst 1979 ist es gelungen, mit der Gründung der Zunft. Erst 1979 mit der Gründung der Zunft war der Anbau des Safrans weiterhin gesichert. Wir sind sehr stolz, dass wir heute wieder 16.000 Quadratmeter Anbaufläche haben. 1979 waren es gerade 500 Quadratmeter. Und es ist ein Erfolg der Safranzunft, dass wir diese Pflanze schützen und erhalten konnten. Der Preis für den Munder Safran ist seit 1978 auf 12 Franken pro Gramm festgelegt. Touristen suchen aber meist vergeblich danach. Was die Familie nicht selber brauchen, wird an die beiden Restaurants verkauft. Helmut Schmidt, der die Jägerstube führt, hat immer einige Safrangerichte auf der Karte. Ob Suppe, Nudeln, Reis oder Fisch, hier kann man schwelgen im Safran. Der Munder Safran ist für das Dorf eine Einnahmequelle, obwohl man ihn kaum kaufen kann.
Die Attraktion lockt Touristen an, die nicht nur ein gutes Essen schätzen, sondern sich während der Ernte auch an den mit Blumen übersäten Feldern erfreuen. Dank dem Safran konnte man diese wunderschöne Pflanze erhalten, die sonst diesseits der Alpen nicht mehr zu sehen wäre. Das Gewürz aus der Flasche verdankt seine Berühmtheit nicht nur seinem Geschmack. Die Poesie ist die Würze des Lebens, der Witz die Würze der Unterhaltung. Wie Matschis Suppen und Speisewürze diejenige eines jeden guten Mittagstisches. Ein Dichter verhalf der braunen Matschi-Flasche zur Berühmtheit. In den Jahren 1886-87 verfasste der damals 22-jährige Frank Wedekind über 150 Werbetexte für Matschi. Die Originale liegen heute im Archiv der Kantonsbibliothek Aarau. Werbetexter Wedekind ließ seiner Fantasie freien Lauf. Doch nicht alles fand Anklang. Nur was der Chef für gut befand, wurde auch publiziert. Das wissen selbst die Kinderlein. Mit Würze wird die Suppe fein. Drum holt das Gretchen munter die Matschi-Flasch herunter. Die Würze, die war bereits bekannt, also nicht sehr bekannt, aber bereits auf dem Markt. Aber eben Wedekind zu dieser Zeit noch nicht, als er engagiert wurde. Später kann man aber sagen, dass man es eben sich gegenseitig bekannter gemacht hat, sowohl die Würze Wedekind wie auch eben Wedekind Matschi. Frank Wedekind, berühmt vor allem durch sein Theaterstück Frühlingserwachen, verbrachte seine Kindheit auf Schloss Lenzburg in der Schweiz. Als er sich mit seinem Vater zerstritt, weil er die Dichtung einem bürgerlichen Studium vorzog, war der Unternehmer Matschi Retter in der Not. Er stellte den jungen Wedekind als Reklamechef ein. Die erste Fabrik der heute zum Nestle-Konzern gehörenden Firma Matschi wurde Mitte des letzten Jahrhunderts in Kemptal gebaut. Der Firmenname wird historisch richtig italienisch Matschi ausgesprochen, denn die Gründerfamilie stammt aus Norditalien. Bis heute ist die braune Würze ein Erfolgsprodukt von Matschi. Allein im zürcherischen Kemptal werden pro Jahr über 10 Millionen Liter davon hergestellt, in die berühmten Flaschen abgefüllt und in 82 Länder exportiert. Ihr Erfinder war Julius Matschi, einer der innovativsten Köpfe jener Zeit. In einer alten Mühle, die er bald ausbaute, begann der Fastfood-Pionier seine Karriere mit der Produktion von Fertigsuppen. Doch schon bald kam die Würze hinzu. Das Verdienst von Julius Matschi war wirklich, dass er Suppenmehle kreiert hatte für die Hausfrauen, die eben nicht mehr die Zeit hatten, in jener Zeit, die in den Fabriken arbeiteten, eine schnelle, leicht bekömmliche Suppe herstellen zu können. Um die Suppen dann eben auch besser, schmackhafter zu machen, hat er eine Würze erfunden. Und da kann man wirklich sagen, erfunden, weil eine solche Würze vorher nicht auf dem Markt erhältlich war. Die Matschi-Suppen- und Speisewürze, wie sie damals hieß, war weltweit die erste Würze aus dem Labor. Die braune Flüssigkeit, basierend auf Getreideextrakten, eroberte bald die Küchen, denn sie war billig und praktisch. Die Geschichte der Matschi-Produkte und speziell auch jene der Suppen- und Speisewürze ist reich dokumentiert. Nur etwas findet sich nicht unter all den Papieren. Das Rezept der Matschi-Würze ist leider im Archiv nicht verfügbar, obwohl es manchen Historiker wahrscheinlich interessieren würde. Es wurde aber schon zu Lebzeiten von Julius Matschi unter Verschluss behalten. Das heißt, es wussten ganz wenige Eingeweihte davon. Julius Matschi selber hat es niedergeschrieben. Und dann in einem hochoffiziellen Akt wurde das Kuvert versiegelt und in der Bank in einem Safe aufbewahrt. Heute noch ist es nur sehr wenigen Spezialisten bekannt. Was hinter diesen Mauern geschieht, ist bis heute Betriebsgeheimnis. Nur riechen kann man's. So viel sei verraten. Mit Liebstöckel hat die Matschi-Würze nichts zu tun. Der Volksmund hat dieses Gewürz wegen der verblüffenden Ähnlichkeit im Geschmack zwar Matschi-Kraut genannt, doch in der Laborwürze hat es keinen echten Liebstöckel. Mehr über Inhalt und Wirkung der Würze, die bis heute nach dem ursprünglichen Rezept hergestellt wird, verrät uns der Dichter Wedekind. Matschis Suppen- und Speisewürze ist die ausgiebigste,
delikateste und gesundeste Würze für alle Gerichte. Sie enthält in reichlicher Menge und durchaus leicht verdaulicher Form alle zum vollkommenen Gedeihen des Körpers nötigen Bestandteile. Dabei besitzt sie einen angenehmen Wohlgeschmack und erregt ebenso wenig Überdruss wie das tägliche Brot. So richtig verführerisch schön wird es aber erst, wenn der Dichter Frank Wedekind seine poetischen Talente walten lässt. Alles Wohl beruht auf Paarung. Wie dem Leben Poesie, fehle Matschis Suppennahrung, Matschis Speisewürze nie. Der weltbekannte Schweizer Künstler Daniel Spöri bereitet ein toskanisches Gericht zu. Es gibt die Armenküche, die viel erfindet aus Armut. Es gibt die reiche Küche, die viel erfindet, weil sie alles zur Verfügung hat. Und es gibt die gutbürgerliche Küche, die eigentlich nur die Sachen der Region benutzt und nichts anderes. Und das ist so eine, das ist eigentlich die traditionelle Küche. Seggiano am Fuß des Monte Amiata in der Toskana. Der Kunstgarten des weltbekannten Schweizer Künstlers Daniel Spöri. Für auswärtige Besucher ganzjährig geöffnet. Seit den 60er Jahren praktiziert Spöri Kunst als Essen und Essen als Kunst. Sein Begriff für die Umwandlung von Lebensmitteln in Kunstwerke: Eat Art. Außerdem ist der Künstler leidenschaftlicher Koch. Das ist dieses Gewürz, sieht so aus, jetzt, heute, vor 2-3 Stunden habe ich es gepflückt von Wacholderbäumen, die hier neben dem Haus wohnen. Grün wird es wie ein Gemüse, denn hier habe ich es klein geschnitten, gehackt. Das kommt jetzt, weil es doch etwas hart ist, kommt es sofort dazu. Es kommt Zwiebel dazu. Südlich von dem Apennin, sagen wir mal, gibt es keinen geräucherten Speck. Das Geräucherte, was in Deutschland, in Tirol und dann über das Tirol bis in die Lombardei, die Tradition, also als Tradition gibt es nicht in der Toskana. Also ist es gewöhnlicher, gesalzener Speck, sogenannte Pancetta. Eigentlich ist es ja nur Wacholder, ein bisschen Speck und Tomaten. Solchen Rezepten brauchen die Italiener selbst sehr oft diese Büchsen. Italiener, weil sie dann auch übers Jahr hinweg immer dieselbe Qualität haben und in Restaurants sowieso. Und die sind auch sehr frisch gepflückt, die werden sofort eingemacht. Also die Italiener haben keine Scheu vor Büchsen. Das ist jetzt nicht aus Notwendigkeit, ich hätte genauso gut frische nehmen können. Das Spöri-Prinzip, die Verwandlung sich fremder und banaler Objekte in hintersinnige Kunstwerke. Zurzeit arbeitet der Erfinder des sogenannten Fallenbildes, auf ihre Unterlage fixierte Schüsseln, Teller und Speisereste, an seinem Beitrag für eine Ausstellung des Centre Pompidou Paris. Thema: der Begriff des Raumes. Ich habe das eigentlich falsch verstanden irgendwie, glaube ich, am Anfang. Und dachte einfach, l'espace des artistes. Es ist aber viel hochgestochener. Und da habe ich das sofort so interpretiert, ja gut, dann mache ich euch meinen Raum, in dem ich
überhaupt angefangen habe in Paris als ein armer Schlucker in einem kleinen Monatszimmer. Das war eben 3 auf 4 auf 2,5 Meter. Und dann dort habe ich dieses Fallenbild erfunden und überhaupt dort bin ich sozusagen geboren als Künstler. Ich wollte einen Augenblick fixieren und ihn so lassen und sagen, jeder Augenblick in jeder Position ist in Anführungsstrichen schön. Es ist nicht nötig, dass ein Herr Spöri kommt und jetzt irgendeine Komposition macht. Man muss wissen, das war damals auch in der Nachfolge des Taschismus, wo es diese abstrakten Flecken gab und der eine machte ein bisschen gelblicher und der andere ein bisschen bläulicher und ein bisschen größere Flecken und kleinere Flecken und so weiter. Und da haben wir einfach gesagt, und jetzt zeigen wir, dass eigentlich alles schön ist. Und jeder Augenblick, und darum ging es mehr. Jetzt kommt Sahne. Das ist schon nicht sehr toskanisch. Es gibt wenige Gerichte mit Sahne. Aber in dem Fall muss es sein. Das Wässerchen ist Gin, also ein Wacholder-Schnaps, noch einmal. Der das Ganze, diesen vielen Wacholder noch einmal, noch zusätzlich noch einmal würzt. Ich bin mit dem Bürgermeister vom Dorf in die Schweiz gefahren und habe ihm Fondue gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist nicht schlecht, das machen wir aber auch. Nur tun wir nicht mit Brot tunken, das ist ja nicht nötig. Wir machen es mit Spaghetti und wir nennen es ai quattro formaggi. Das war dann seine Antwort. Die Klosterschwestern von Frauenthal und ihr Kräutertee. Grüezi miteinander. Hoi. Hoi, Michel. Das ist du, Papa. Mit einer Stimme jenseits der Trülle plaudern, da umfängt einen schon ein Hauch der Zeitlosigkeit. Und dabei den Klostertee erwerben, das ist der erste Schritt zum Wohlbefinden. Denn in der Kräutermischung sitzen die Heilkräfte der Natur. Schon nur die Minze vermag die Müdigkeit zu bannen, Krämpfe zu lösen und Husten zu lindern. Lindenblüte, Kamille, Salbei, viele Teekräuter wachsen im Garten des geschlossenen Klosters Frauenthal in Hagendorf, im Herzen der Schweiz. Auch die Goldmelisse. Ihre Blütenblätter sind ein Leckerbissen für die Bienen und beruhigen die Nerven der Menschen. Abends als Teegenossen, da kommt der Schlaf von selber. Zupft man die Blütenblätter, wachsen sofort neue nach. Ein paar Mal pro Jahr ziehen die Schwestern von Frauenthal aus, in Wälder und auf Alpen, hier ins Bisigtal, um die Pflanzen zu sammeln, die nur in ihrer natürlichen Umgebung kräftig gedeihen. Im Sommer das Silbermänteli etwa, die kleine Schwester des Frauenmantels, Inbegriff des Frauenkrauts. Seine Gerb- und Bitterstoffe helfen in der Schwangerschaft und lindern die Beschwerden der Menopause. In der Renaissance glaubte man sogar, das Frauenmänteli könne die durchs Altern verlorene Schönheit zurückbringen. Oder der wilde Thymian, auch Quendel genannt. Seine herrlich duftenden ätherischen Öle töten Bazillen und Viren, wirken gegen Husten, Asthma und Erkältung. Vollgesogen mit der Sonne des Sommers gilt der wilde Thymian als Antibiotikum der armen Leute. Im Alten Testament heißt es, der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verschmäht sie nicht.
Die alten Ägypter und Griechen kannten bereits die heilende Wirkung vieler Pflanzen. Arabische Gelehrte brachten die Kenntnisse im Mittelalter nach Europa. Da waren es vor allem die Klöster, die das Wissen wahrten und weitergaben, derweil die damalige Kirche die kräuterkundigen Frauen als Hexen brandmarkte. In den Pausen gibt es heute kalten Tee, eigenen selbstverständlich. Zum Nachtessen trinken sie ihn warm. Seit einigen Jahren sind sie vielleicht deshalb nie mehr an Grippe erkrankt. Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Das Kloster Frauenthal gehört dem Zisterzienserorden an. Einfachheit und Frömmigkeit stehen im Zentrum des Ordenslebens. Als Selbstversorgerinnen legen sie großen Wert auf die Landwirtschaft. Und selbstverständlich weiß Schwester Letizia, wie sie ihre Kräuter zu Hause behandeln muss. Die großen zerkleinert sie in der Häckelmaschine. Auf dem eigens für die Trocknung eingerichteten Estrich werden sie ausgelegt. Nicht zu dicht, damit sie nicht verschimmeln. Nie sollte man Teekräuter an der Sonne trocknen lassen. Und regelmäßig werden sie gewendet und kontrolliert. Die Heckenrosenblätter etwa gut gegen Verstopfung. Oder die Schafgarbe, hilfreich gegen Krampfadern und Herzenge. Mindestens 15 verschiedene Kräuter sind in diesem Klostertee enthalten. Die Mischung, von der Mutter Äbtissin höchstpersönlich abgefüllt, dient dem allgemeinen Wohlbefinden und zur Vorbeugung. Zu erwerben im Klosterladen oder an der Trülle oder per Post. Sogar zu Liebhabern nach Übersee fliegt die Frauenthaler Teemischung. Sauerkraut, der gesunde kulinarische Trendsetter in fantasievollen Schweizer Varianten. Pilatus und Vierwaldstättersee prägen die Aussicht vom Feinschmeckerlokal Waldhaus in Horf bei Luzern. In dieser Küche legt man Wert auf Fleisch und Fisch aus artgerechter Tierhaltung, auf natürliche, biologische Früchte und Gemüse und auf altbewährte Produkte, die in der Haute Cuisine kaum mehr zu Ehren kommen. Meisterkoch Lukas Rosenblatt überrascht seine Kundschaft immer wieder mit originellen Kreationen aus einfachen Materialien. Zum Beispiel mit profanem Sauerkraut. Was hat denn dieses rustikale Gemüse in einer Spitzenküche zu suchen? Heute hat das Sauerkraut wieder einen Gesundheitsaspekt. Also schon allein vom Sauerkraut selber, von der Säure her, weil es L+ ist, also Milchsäurevergärung ist, ist sehr gut für den Körper, ist Base. Das ist mal etwas sehr, sehr Gutes. Und dann auch von den Ballaststoffen. Und eben, wir gehen ja wieder, wir haben ein bisschen satt immer noch, die Rohquisite einfach nur immer noch das Beste. Man geht heute wieder zurück zu alten, bäuerlichen oder Großmutter- oder Muttersrezepten. In seinem Sauerkraut-Kochbuch präsentiert Lukas Rosenblatt viele traditionelle Gerichte. Verfeinert und der modernen Ernährung entsprechend. Ein Beispiel, die Erbsenblini. Aus pürierten Erbsen, Eiern, Rahm und etwas Mehl wird eine Blini-Masse gemixt. Zwischen die Blini kommt ein Sauerkrautsalat. Hergestellt aus rohem Sauerkraut, lauwarmen Pilzen und einigen Apfelstückchen. Geschmacklich und optisch wird diese feine Vorspeise mit etwas Kürbiskernöl und einer Karottensalatsauce abgerundet. Ein Riesenschritt von der traditionellen Wurst-, Speck- und Schinkenbeladenen Berner Platte zu dieser leichten, raffinierten Vorspeise, deren wichtigster Bestandteil einfaches Sauerkraut ist. In
In der Schweiz werden heute etwa 8000 Tonnen Weißkohl oder Kabis geerntet. Davon fast die Hälfte im Gürbetal südlich von Bern. In dieser Gegend stehen auch die meisten Sauerkrautfabriken. Maschinen erleichtern heute zwar die Zubereitung, dennoch ist viel Handarbeit nötig, bevor der Kabis ausgebohrt, eingeschnitten, gesalzen und gepresst ist und die natürliche Spontangärung beginnen kann. Vor über 2000 Jahren beschrieb Plinius der Ältere, wie natürlich vergorener Kohl haltbar gemacht wird. Und im 17. Jahrhundert nutzte vor allem Captain Cook den hohen Vitamin-C-Gehalt von Sauerkraut, um auf seinen langen Seereisen die Mannschaft vor Skorbut zu bewahren. Aber nicht nur Vitamin C, auch die Nahrungsfasern, die Mineralstoffe und vor allem die bei der Gärung entstehende Milchsäure machen Sauerkraut zu einem ernährungsphysiologisch wertvollen Nahrungsmittel. Neben den wenigen industriell produzierenden Grossisten gibt es, vor allem im Gürbetal, noch einige Familienbetriebe, die fast ausschließlich von Hand Sauerkraut und Sauerrüben herstellen. Die meisten benutzen traditionelle, über Generationen weiterentwickelte Geräte und Gemüse aus biologischem Anbau. Aber auch bei ihnen gilt, sauer wird das Kraut von selbst und damit haltbar. Vakuumieren ist keine Notwendigkeit, nur hygienische Vorsicht. Sauerkraut ist ein Ganzjahresgemüse, das in raffinierter Zusammenstellung mit Saisonprodukten langsam den Weg von der Bauernküche in die Gourmet-Tempel findet. Das nächste Gericht ist eine Seezungenrolle, gefüllt mit einer Quinoa-Sauerkrautfüllung, gefärbt mit Rampensaft. Dazu brauchen wir Quinoa, ein Getreide aus Bolivien, natürlich Sauerkraut. Das wird gekocht mit Rampensaft. Im Schnellkochtopf 20 Minuten. Dann entsteht dieses Produkt da. Das ist schön gefärbt durch den Rampensaft und das Getreide zieht dann die Flüssigkeit auf. Mit dem füllen wir hier das Seezungenfilet. Eine Prise Salz und Pfeffer, ein wenig Fingerfertigkeit, etwas Saisongemüse, zwei Löffel eingedickter Rampensaft und ein Klacks Rahm. Aus dem prosaischen Sauerkraut ist ein Gedicht von einem Gericht entstanden. Der Küchenkräuterkönig Oskar Marti zelebriert seine Kochkünste mit Kräutern. Der Löwenzahn, der schmeckt natürlich ausgezeichnet, ganz leicht herbitterlich, wunderbar. Spitzenkoch Oskar Marti, bekannt als Rüter Oski, will auch heute die frische Natur mit ihren Kräutern in seine Gerichte einfließen lassen. Seit 25 Jahren kocht er nach dem gleichen Konzept. Ich möchte eigentlich zeigen, wie wunderbar harmonisch das Natur, Saison und dann auch die Gerichte miteinander reif sind und auch miteinander in der Saison sind. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, im Takt der Natur uns auch zu ernähren. Für heute plant er zur Vorspeise einen Frühlingssalat mit einem ganz speziellen Essig. Also da hat es so viel. Ich könnte sagen, ich könnte fast alles gerade hier nehmen. Und wir haben ja hier nichts präpariert, sondern wir sind hierher marschiert und sind an dieses Plätzchen gekommen. Also zuvorderst habe ich mal etwas Interessantes. Es blüht.
Das Scharboxkraut ist ein Hahnenfußgewächs. Man sollte es nicht mehr nehmen, wenn es blüht, sondern man sollte es nehmen, wenn die Blätter noch schön fein sind, klein sind. Ein wunderbar scharfes Kraut in einem Frühlingssalat hilft ein bisschen, die Würze zu geben. Dann haben wir weiter hier die Brennnessel. Wenn sie so sind wie diese, jung, da kann man oben die oberen Sprösslinge nehmen. Man kann die in der Fritteuse ausbacken, ganz knusprig, wunderbar. Oder man kann sie unter den Spinat geben, wenn man das Ganze blanchiert, also das heißt in heißem Wasser kurz abkocht. Dann haben wir hier Sauerklee. Daneben haben wir ein ganz interessantes Kraut. Es ist der Waldmeister. Es gibt auch einige Orten, sagt man auch Maienkraut. Und wir sind ja jetzt in der Maienzeit. Auch hier ist es ganz wichtig, dass man den Waldmeister nimmt, bevor es eine Blüte gibt. Wenn er blüht, dann ist er nicht mehr so stark. Und jetzt gibt es einen ganz guten Trick. Wir möchten ja den Duft von Waldmeister. Damit man diesen erreichen kann, sollte man den frisch gepflückten Waldmeister in den Tiefkühler geben. Und dann schon, wenn er nach einem Tag, kann man ihn wieder rausnehmen. Wow, das riecht schon ganz stark. Das ist ein ganz normaler Obstessig. Und jetzt geben wir da das Kraut gefroren so rein. Dieser ist vor 3 Tagen eingelegt worden, dieser Essig. Und dann wird er so hell. Über 2000 Einmachgläser füllen Oskar Marti und seine Frau jedes Jahr mit dem, was die Natur für die Küche hergibt. Frühzeitig werden alle möglichen Wintervorräte angelegt. Am liebsten arbeitet Rüther Oske jedoch mit frischen, saisonalen Produkten. Ein gut eingespieltes Küchenteam sorgt dafür, dass der Chef nicht schon früh morgens anwesend sein muss, seine Sammelspaziergänge in Ruhe machen kann. Seine Präsenz ist eigentlich erst in den Stoßzeiten wieder nötig. Seine Spaziergänge sind dem Chef enorm wichtig, denn sie inspirieren ihn auch immer wieder zu fantasievollen, neuen Gerichten. Spätestens seit Rüther Oske vor 12 Jahren die legendäre Moospinte in München-Buchsee übernommen hat, wo einst schon General Gison und Theodor Heuss gespeist haben, zählt man Oskar Marti zur Spitze der Schweizer Kochkünstler. Der Kontakt mit seinen Gästen ist ihm wichtig. Sie sollen wissen, warum was auf den Tisch kommt. Also wir versuchen für Sie heute Abend den Frühling über den Teller einzuwirken. Zum Beispiel mit diesem Unkrautblütensalat aus dem heute gesammelten. Hier haben wir das Scharboxkraut, hier den Löwenzahn, Radieschen. Die sind natürlich nicht Wildsalat, das sind gezüchtete Radieschen. Hier den Bärlauch, dann haben wir Sauerklee, dann haben wir die Nachtnelke, das Veilchen. Und hier noch das bekannte Gänseblümchen. Man hat schon den Frühling im Mund, wenn man diese wunderbare Blüte probiert. Das Ganze wird garniert mit einem kleinen Stück mariniertem Wels. Kurz gebraten in Olivenöl. Und dann darf natürlich eines nicht fehlen. Die Rüther Oske Spezialsalatsauce. Aus Olivenöl, Salz und Pfeffer mit dem Waldmeisteressig. Wichtigste Impulsgeber für die Kräuterküche waren der bekannteste Schweizer Heilkräuterpfarrer und Rüther Oskes weibliche Vorfahren. Das sind alles so ein bisschen kleine Kräuterhexen gewesen und wir sind zu Hause schon so aufgezogen worden, wenn wir mal eine Erkältung hatten. Dann hat es halt von den Tannenschösslingen den Sirup gegeben, die Melasse gegeben, dann hat man das genommen. Oder man hat Spitzwegerich eingekocht. Und so bin ich eigentlich dann auch auf die Idee gekommen. Aber mein erstes Kochbuch war eigentlich der Pfarrer Künzli. Ich habe den Pfarrer Künzli genommen und habe den versucht, 1:1 umzusetzen. Ins Kulinarische. Das kleine und gleichzeitig große Geheimnis der Hauptspeise liegt in den Löwenzahnblüten.
Sie werden vorerst mit etwas Zitrone circa 20 Minuten aufgekocht. Wir haben hier ein Spinat Brennnessel Rahmpüree. Dann kommt noch das Wichtigste obendrauf. Da haben wir zwei Brüstchen. Das erste ist ein Taubenbrüstchen und hier ein Hamburger Stubenküken, das Brüstchen. Das wird gefüllt mit Farce, ein bisschen Spinat rein und dann in ein Schweinsnetz zum Einpacken. So. Für die Weiterverarbeitung der Löwenzahnblüten braucht man die gleiche Menge Zucker, wie man Sud aufgießt. Anschließend muss das Ganze ungefähr 2 Stunden sanft einkochen, bis ein Löwenzahnblüten-Kunsthonig entsteht, der auf die Brüstchen gestrichen für eine speziell frühlingshaft süße Geschmacksnote sorgt. 20 Minuten braten, dann aufschneiden und fertig ist das Wunderwerk. Als Abschluss geben wir dann noch ein bisschen so gezupfte Löwenzahnblüten darüber. Wunderbar. Und wie schmecken die schon wieder? Der aufmerksame Zuschauer erinnert sich. Ausgezeichnet, ganz leicht herb-bitterlich, einfach wunderbar.